Willkommen zur ersten Folge unseres Rebuilds-Formats. Heute werden wir den ersten FC Kaiserslautern in Fußballmanager neu aufbauen und ihn quasi zur alter Stärke zurückführen. Es läuft hier aktuell leider nicht so gut in der zweiten Bundesliga. Medientipp ist 12. Das werden wir ja wohl schaffen. Wir werden das Ganze so aufbauen, dass es jede Saison halt eine Folge ist, also immer ein Jahr eine Folge. Wenn wir ein paar Transfers machen, werdet ihr die sehen. Wir zeigen jetzt gleich noch die Kader. Ich rechne im ersten Jahr eher mit wenig Transfers. Das ist jetzt der Kader. Ich glaube, hier ist kein wirklich besonderer Spieler dabei, den man irgendwie für wirklich viel Geld loswerden kann. Von der Gehaltsstruktur ist das, würde ich sagen, auch alles ziemlich in Ordnung. Wir müssen mal gucken, bei wem die Verträge auslaufen. Das sind die. Dazu wird es dann im Winter genau ein Update geben, wen wir davon alles verlängern. Bei der Taktik haben wir uns für ein 4-3-3 entschieden. Ich gehe einfach mal durch. Ich kann schon mal sagen, dass wir uns eher für die Zukunft mit der Taktik aufgestellt haben, weil wir den Ball haben wollen, dominieren wollen, viel Technik haben wollen, was das Team aktuell noch nicht unbedingt hat, aber wir wollen es halt für die Zukunft so haben und halt auch jetzt schon quasi unseren taktischen Stil durchsetzen. Wie gesagt, ich gehe einfach mal kurz durch. Das ist halt das, was wir uns gedacht haben. Wir wollen ein Gegenpresse spielen, wir wollen viel den Ball haben, kreativ spielen. Und das wird halt von den Spielern her erstmal eher schwieriger, aber wir werden halt unser Team danach aufbauen. Den Zweitliga-Auftakt verlieren wir leider 0-2 gegen St. Pauli. Sehr, sehr bitter. Auch das Derby danach geht 0-2 gegen den KSC verloren. Wir werden es übrigens so machen, dass wir immer nur ein paar Spiele einblenden und die anderen halt danach zeigen. Aber prinzipiell muss man sagen, haben wir eigentlich gut gespielt. Zum Beispiel schlagen wir danach 6-1 Hertha. Das war eigentlich ein sehr starker Auftritt, der auch Mut macht für die Rückrunde. Und generell lief es eigentlich ziemlich gut. Wir sind im Winter angekommen und ihr könnt schon sehen, dass wir aktuell auf dem zweiten Platz sind. Das ist alles sehr eng zusammen oben, aber damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Wir hatten ja zwei bittere Niederlagen, besonders zur Saisonstart gegen St. Pauli und auch gegen Karlsruhe, haben aber prinzipiell eigentlich, wie eben schon erwähnt, ziemlich gut gespielt, besonders die letzten Spiele waren sehr gut, sind auch noch im DFB-Pokal dabei. Ich denke mal, nach Berlin kommen wir nicht so wie Kaiserslautern in echt, aber es ist natürlich cool, dass wir noch dabei sind. Und wir haben mit Paderborn wieder einen schlagbaren Gegner. Ich bin auf jeden Fall mit der Hinrunde sehr zufrieden. Verträge haben wir einige verlängert. Jetzt seht ihr halt hier noch die Spieler, die wir nicht verlängern werden. Es sind auch 4 Leihspieler dabei, die halt hier so blau markiert sind. Prinzipiell sind das einfach Spieler, die entweder zu alt sind, nicht verlängern wollen oder einfach nicht gut genug sind. Hier die beiden kann man nicht verlängern, weil es allein sind. Dann Philipp Stojlikovic. Ich hoffe, das war ganz okay. Auch nicht. Und die anderen sind einfach zu alt und einfach nicht gut genug. Wir wollen halt das Team auch ein bisschen verjüngen, um es halt langfristig aufzubauen. Wir werden jetzt nochmal nach ein paar ablösefreien Transfers gucken und die werdet ihr noch sehen, also halt für den Sommer, wenn der Vertrag ausläuft. Aber bisher auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Hinrunde. Wintertransfer ist jetzt fast vorbei. Den einzigen Spieler, den wir uns reinholen werden, ist Emir Karic von Darmstadt. Da läuft der Vertrag aus, hat auch ein bisschen gespielt diese Saison, den werden wir uns holen. Sieht eigentlich ziemlich solide aus, also können wir, glaube ich, mit zufrieden sein. Ansonsten haben wir nichts gemacht, wie gesagt, Verträge habe ich schon gezeigt, dann können wir jetzt auch in den Rest der Saison gehen. Auch Paderborn ist im DFB-Pokal kein Problem für uns, ähnlich wie in echt können wir wieder gewinnen. Wir gewinnen 2-0 gegen Paderborn, auch verdient meiner Meinung nach. Und das ist natürlich auch nicht nur wichtig, einfach aus Spaß und Erfolg, sondern auch fürs Geld. In der Liga lief es auch weiterhin gut, wir können diesmal das Derby gewinnen, schlagen den KSC, verdient. Auch wieder mit einer sehr souveränen Leistung, besonders unsere Abwehr steht richtig gut im Moment und somit kann sogar vielleicht der Aufstieg gelingen. Jetzt stehen wir im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal, also schon ein richtig krasser Run. Der Liga sieht weiterhin ziemlich gut aus, wir sind Erster aktuell in der zweiten Liga mit keinem Vorsprung, aber trotzdem eine sehr gute Ausgangssituation für die letzten Spiele. Aber wir sind jetzt hier wegen den Jugendspielern und wir gucken auch mal rein und wir haben einen sehr, sehr guten Jugendspieler und noch ja, 2 ganz gute. Ich denke mal, alle bis 4 Sterne werden Vertrag kriegen, aber Hans Deppner könnte wirklich vielleicht irgendwann mal hier Spiele machen im Verein,
Also haben wir wirklich ein bisschen Glück gehabt jetzt hier mit dem Nachwuchs dafür, dass wir auch jetzt nichts wirklich ausgebaut haben. Im Viertelfinale ist dann aber leider Schluss gegen Wolfsburg. Trotzdem können wir zufrieden sein, eine bittere 1-0-Niederlage auswärts. Trotzdem sehr wichtig fürs Geld. In der Liga können wir uns dann aber umso mehr auf den Meisterschaftskampf konzentrieren und machen dann auch gegen Magdeburg am 32. Spieltag den Aufstieg perfekt als Zweitligameister. Was für eine Saison hier für uns bei Kaiserslautern. Am Ende ist das dann eine Saison, mit der wir sehr zufrieden sein können. DFB-Pokal, Viertelfinale und Zweitligameister, sogar mit einem ziemlich großen Vorsprung, auch eine richtig gute Tordifferenz. Hätte ich nicht mit gerechnet. Unser Top-Torjäger war Ragnar Ache mit 13 Toren, dann John Zimmer mit dem besten Notenschnitt. Meisten Vorlagen hatten drei Spieler gleichzeitig. Wir können auch noch mal kurz gucken, wie wir generell so gespielt haben. Also besonders hier wie schon in der Hinrunde zum Ende hin haben wir hier auch wieder richtig gut abgeliefert. 3-1 bei Hamburg gewonnen, das ist auch sehr, sehr stark. Ein paar Spiele habt ihr ja auch gesehen. Wir werden jetzt noch mal gucken, wer so die Champions League und sowas gewonnen hat. Und natürlich auch die Bundesliga. Bayern ist Meister geworden vor Leipzig, Dortmund und Leverkusen, Union und Freiburg international. Und Stuttgart spielt die Europa League, was dann bedeuten muss, dass Stuttgart den Pokal gewonnen hat. Absteiger sind Hoffenheim und Gladbach, finde ich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber eigentlich ziemlich, ja, cool, zumindest mal Hoffenheim. Dann gucken wir uns nochmal den DFB-Pokal an. Den DFB-Pokal konnte, wie schon eben erwähnt, Stuttgart gewinnen, das wusste man jetzt schon, da sie halt international spielen, gegen Leipzig. Schön, dass sie uns davor bewahrt haben. Bei der Champions League ging es sogar ins Elfmeterschießen und Inter hat da gegen PSG gewonnen. Also ein Finale ohne englische Mannschaft. In der Euroleague gewinnt Liverpool das Finale im rein englischen Finale 3-0 gegen West Ham. Und in der Conference League kann Aston Villa auch gewinnen, also wieder eine englische Mannschaft, 2-0 gegen Florenz. Die EM ist jetzt hier gleich noch, die werden wir dann am Anfang der nächsten Folge reinschneiden. Ich hoffe, euch hat das Format so gefallen, dass alles ein bisschen schneller getaktet ist. Schreibt gerne Anregungen und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Saison wieder und direkt in der Bundesliga. Ciao, bis zum nächsten Mal.